Recht herzlich willkommen zur 98. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind hier an dem Kraterrand und müssen gucken, wie wir jetzt da wegkommen. Bin mir nicht ganz so sicher, müssen wir mal schauen. Wenn ich jetzt ein bisschen Schub gebe, dass ich erstmal nach links drehe, damit der Kraterrand in der Nähe weiter ist. Ja, dann wollen wir das mal probieren, oder? So, das wäre jetzt schon mal der richtige Weg nach da oben. Das ist nur die Frage, komme ich hoch, komme ich nicht hoch, ne? Vielleicht komme ich auch so hoch, ich weiß nicht. Ich müsste so steuern, ne? Mit den Landebeinen. Wie ist mit den Landebeinen? Gute Frage, ne? Da passiert nichts. Ah, das ist es ja auch. Okay, dann sind sie rein. Na, die unteren gehen dann nicht rein, weil es zu schwer Last ist. Vielleicht kann man auch so starten, dass wir das hinkriegen. Jetzt müsste das Gewicht... Na, ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht berechnen, ne? Wir probieren es einfach mal. Das war es nicht. Ich krieg sie nicht hoch, ne? Jetzt geht sie hoch. Oh, die blöden Beine sind nochmal rausgegangen. Und jetzt müssen wir mal schnell die Stufen loswerden. Weil das ja nur Gewicht ist, ne? Jetzt müsste man mal richtig steuern, ne? Ist nicht mehr viel drin. Die Frage, ob wir da irgendwas hinkriegen. Sieht aber gerade gut aus. Nochmal Schub weg. Bis wir da oben sind und da nochmal brennen. In der Hoffnung, dass da noch was passiert. Ein bisschen schneller machen. Und das andere ist gerade unten kaputt gegangen. So. Gut, dann kommen wir jetzt dem Punkt gleich näher. So, normale Geschwindigkeit brauchen wir noch nie. Wir können noch ein bisschen näher ran. So. Prograde ausrichten. Und dann nochmal Schub geben, oder? Und hoffen, dass dann Orbit raus wird noch. Nee, nützt nichts. Da ist er. Auf der Seite. Und das war's. Ja, es ist einer geworden sogar, oder? Haben wir Glück gehabt, ne? So, das heißt, nächste Rettungsaktion. Müssen wir da irgendwo dran kommen, ne? Wir brauchen auf jeden Fall nicht landen. Wir müssen nur diesen Orbit erreichen. Und ich glaube, das ist einfacher, wie dass wir da hätten landen müssen, um den zu retten. Ist jetzt nicht optimal, ist auch klar. Aber ist halt so. Gut, das bedeutet, der nächste Rakete muss jetzt kommen zum Umsteigen, ne? Gut. So, dem sind die Hände gebunden, ne? Kann man nicht anders sagen. Gut, okay. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal wieder in das Space Center zurück und starten die Rettungsrakete, die im Endeffekt ja die gleiche ist, oder? Die Moon Rescue... Ja, da haben wir dann auf jeden Fall genug Reserven dann dabei. Hier steht so viel, ne? Schirmtrand-Test und was da alles steht, ne? Moon Rescue V4, da ist er.
Den entlassen wir. Und die nehmen wir dann, ne? Gut. Da ist sie. Steht wunderbar da. Irgendwie das mit dem Kerl. Das haben wir jetzt auch wieder nicht. Das ist jetzt nicht hier oben angezeigt, aber jetzt ist es auch erstmal egal. Das kriegen wir auch so hin. Staging, ist das alles richtig? Drei davon. Die Außen ist gut, die sprengen dann ab. Dann geht das an. Das läuft alles prima. Gut, ich glaube, das ist soweit gut. Was müssen wir anmachen? Das SAS müssen wir anmachen. Und dann kann es losgehen, oder? Okay, 3, 2, 1, go! Ein bisschen können wir schon einlenken. So, und jetzt die Automatik anmachen, oder wie war das? Sieht gut aus, oder? Ja, kommen wir gut mit klar. Wir müssen nur gleich nicht den Punkt vergessen, wenn wir die Treibstofftanks abschießen. Ja. So, Power ist da. Und weg mit den Dingern. Weiter geht's. Ich weiß nicht, die sind wohl aneinander gekracht, oder? Könnte sein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben sie uns nicht erwischt. Das ist das Wichtigste. Gut. Flugbahn sieht top aus, oder? Ja. Vielleicht sollten wir ein bisschen weniger Dingens hier machen, oder? Vortrieb. Der hier uns nicht so weit wegrutscht, oder? siebenundvierzig Sekunden steigt noch. Ich glaube, wir können da was zurücknehmen. 50 wächst. Dann könnte momentan noch geringer werden, oder? Ich hoffe, ich habe das so verstanden, dass das so richtig ist. Mit der Automatik und so. Oh. Schnell da raus, schnell abschießen. Ich dachte, das geht da in einem anderen Bildschirm auch, aber ist wohl nicht so. Ja, ich glaube, das war ein Fehler. Wir gewinnen gerade nicht so richtig an Höhe, ne? Dann müssen wir mal wieder auf Hand gehen und Höhe gewinnen. Das mit dem Schub wegnehmen war wohl nicht das Richtige dann. Irgendwas mache ich immer falsch. So. Und da ist aber noch reichlich drin. Und das müsste alles noch reichen. Und der klappt jetzt immer wieder ein, ne?
So, wenn er da über 70 ist, dann können wir da mal wieder die Automatik arbeiten lassen. Ein bisschen mehr wie 70 machen wir schon, ne? So. So. Ja. Jetzt können wir mit dem Schub runtergehen, bis wir da erstmal wieder in die Nähe kommen, ne? Dann ist das effektiver. Obwohl, da brauchen wir schon nie mehr drüber sprechen, ne? Schieben wir es nicht gleich vor uns her. Der Abstand wird noch geringer. Ja, brennen wir jetzt mal schneller, ne? Jetzt müssen wir es groß kriegen. Wie sieht das aus? Treibstoff, ja, ist noch da, ne? Jetzt sind wir schon rüber. So, jetzt machen wir die hier auch schon größer, ne? Jetzt müsste da hinten aber gleich die Abholungskonda ist. Okay, das muss noch größer werden. 55. Okay, 70 sind da, das heißt, wir bleiben oben. So, da sind wir schon am größer machen. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir da den Mund irgendwo haben, wo wir hin müssen. Der ist da. Ja. Machen wir hier mal ein Manöver hin. Das war ein klein bisschen zu groß. So, lass das mal. Und den darüber schieben. Irgendwo da drüben müssen wir den ja eigentlich einfangen, beziehungsweise der uns einfangen. So. Jetzt gucken wir uns das hier wieder an. Mund per Apsis. Lass uns mal View hier machen. Ja, weil die ist ja fast senkrecht, ne? Da spielt es gar keine Rolle, wie rum wir da rankommen. Ob wir von hinten oder von vorne kommen, spielt glaube ich keine Rolle, ne? So. Optimieren wir mal gerade. Ah, das war natürlich schwieriges Optimieren. Das wäre jetzt so. Ah, das ist sehr fein da zu arbeiten jetzt. So. Ne, stopp. So machen. Ne, das kriegen wir jetzt nicht hin, ne? Ne, ich glaube, das ist zu schwer. Lass uns mal gerade da gucken, ob es da besser geht. Jo. Da geht das eigentlich besser, oder? Ja, das ist gar nicht mal so schlecht da. Jetzt würde ich gerade noch gucken, ob wir da
Ne, das bringt uns auch nicht weiter. Ja, ich glaube, so ist es schon, ne? Nochmal den Grünen. Ne, oh. Das war jetzt zu viel des Guten wahrscheinlich. Jetzt sehe ich den Grünen nicht, da ist er. So. Wie hoch ist denn das hier? 30. Und er fliegt hier auch auf 30. Ich glaube, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Hier so. Ah, ich glaube, ich lasse das so. Und hier müssen wir dann gucken, dass wir den drehen und brennen, ne? Ja. Vielleicht noch ein bisschen korrigieren. Ne, ich glaube, da fliegen wir schon durch den Mond da, genau. Das wird zu viel sein. Ne, ich lasse es so, das ist schon gut so. So soll es sein. Gut. Ja, aber dieses Manöver machen wir dann. Escape muss ich drücken, ne, oder? Eigentlich Escape drücken. Ne, spring nicht zurück. Fokus da. Macht er jetzt nicht, oder was? Manöver wollte ich nicht machen. Ich wollte da. Jetzt habe ich den ausgewählt. Und ja, ist so. Gut, da ist das Manöver. Wir sind da nicht, sondern da. Genau. Dann werden wir mit der dann da in der nächsten Folge durchstarten. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.